Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Teil 2 von Skyrim, eine lange Reise. Hier ist der Mario, der alte Sack von Holzton TV. Und ich wünsche euch wie immer gute Unterhaltung und viel Spaß. Da ist nichts mehr mit, der kann Alduin da draußen alles wegschrappern. Er kommt hier selber auch nicht mehr weg. Dann ist Schluss mit lustig. Lustig? Jetzt lustig, so. Puh. Boah, ich kann aber gar nicht so viel reden. Ey. Ach, da sind die doch. Warum erstmal die Dame? Erstmal die Dame begrüßen. Ey, begrüßen. Wartet, Kameraden. Lasst uns Rat halten, bevor wir uns blindlings in den Kampf stürzen. Boah. Alduins Nebel ist mehr als eine Falle. Seine schattige Düsternis ist sein Schild und sein Mantel. Aber wenn wir vier Stimmen vereinen, können wir den Nebel wegblasen und ihn Meine zum Anhänger Kampf wandeln noch auf dem schwierigen Pfad. Der Weg der Stimme ist weder breit noch einfach zu beschreiben. Aber wenn ihr euch von der Weisheit entfernt, wir müssen seinen Nebel nicht vertreiben. Nicht alle auf einmal, okay? Kinders. Und dann immer was trinken da. Unsere schwarzgeflügelten Widersacher die Klingen ziehen. Jawohl. Auf in den Kampf, meine Freunde. Meine Freunde. Ich auch. Endlich habe ich wieder Freunde. Das muss ich ausnutzen. Ey, ich denke, wir sind Freunde. Auf Freunden kann man auch die Tür aufmachen. Was denn jetzt? Hä? Hallo? Wo sind Sie? Bin ich draußen oder nicht? Ich traue dem Frieden immer nicht so richtig. Doch. Huch. Also irgendwo ist noch der Wurm drinne. Irgendwo ist noch verbuggt. Aber ich weiß ja nicht, welche Datei ist. Ich habe das von Steam reparieren lassen. Da haben sie gesagt, eine fehlerhafte Datei wird neu angefordert. Ich bin so rüstungsmäßig und plünderungsmäßig sowas. Scheint ja alles okay zu sein. Himmel, bringt unsere Schreie zusammen. Die ist auch ein bisschen heiser, hä? Ein bisschen Fencheltee oder Kamillentee trinken. Fuß, runter! Bis wir unsere Schreie vereinen und seine Macht. Ey, ja, wie lange denn noch, Kinders? Wir essen zeitig, okay? Ja, ich muss ja wieder aufladen. Selber schuld, wenn er nicht gleich. Oh. Habt ihr Zeit genug gehabt zum Worten vorher, oder? So, na denn, los. Was ist los? Ey, normalerweise rufen die doch mit, wenn du selber als Drachenblut rufst, rufen die doch mit. Wie sollen das jetzt schon wieder? Was haben wir nun schon wieder für? Wir müssen unsere Schreie vereinen, um diese Schatten zu vertreiben. Hallo. Anreden erst oder? Heute werden wir unsere lange erwartete Rache üben, bis wir unsere Schreie vereinen und seine Macht brechen. Fuß runter! Habe ich überhaupt wolkenlose Himmel oder habe ich schon Drachenfall drin? Ach, unerbittliche Macht, ja, dann kann ich ja lange deshalb. Holstein. Oh, so. Sorry, Kinders. Aber jetzt, okay. Wir müssen diesen verdammten Nebel. Alles ist gut. Ich dachte schon wieder, war alles verbuggt. Dabei war ich bloß so blöd. Leck mich am Arsch. Das ist aber auch kompliziert, ne? Aber schöne Wiese, ne?
schön nach dem Blümchen. Blümchen flicken. Ich glaube dreimal oder so, ne? Noch einmal! Okay. Noch einmal. Stärke versiegt. Versiegt. Einmal und seine Jawohl. Macht ist gebrochen. Oh. Das endlose so, Schlussnebel. Ausgenebelt. Diesmal gibt es keinen Kampf. Ich brauche 60 Punkte für. Nur noch ein Punkt für ihn. Kommt doch mit dir. Messi, falls wir spielen, wäre doch das mal. Endlich wurde Alduins Untergang besiegt. Frei ist zurückgegangen von seiner grausamen Ruhm und Ehre an dem Drachen. Ja, danke, danke ihr. Dream Team, wir sind schon ein Dream Team, hä? Wollen wir alle zusammen saufen da drinnen, oder? Nee, ich muss wieder zurück, ich habe keine Zeit. Wenn ihr bereit seid, zu den Lebenden zu kommen. Ich bin bereit, SpongeBob, ich bin bereit. Ich schicke euch zurück. Schick mich. Kehrt jetzt nach Nieren zurück. Nee, ich muss nach Reislauf. Ich muss nach Reislauf erstmal. Ein Schrei, der in der Stunde der Not einen Helden von Sovngarde hat. Aber ich glaube, es sieht nicht nach Weißlauf. Der schickt mich hoch zum Patonax. So.
Da tut Naxi jetzt hin. Zwei Pertonax oder was? 1, 2, 3, 4. Wo ist denn jetzt der richtige? Okay, Marsch. Noch einer. Ich würde mal sagen, der hier, oder? Bist du das? Ich sehe ja nichts. Laterne habe ich auch. Da habe ich ja nicht mehr dran gedacht. Stimmt, da kann ich ja Licht machen, nicht? Oder mit dem. Oder Licht. Ich weiß ja nicht. Aber das funktioniert, das hat funktioniert. Hier sieht man es natürlich nicht. Es ist geschafft. Alduin Dilon. Er ist nicht mehr der Älteste, der vor allen anderen da war und stets da gewesen ist. Tja, das stimmt schon. Glücklich? Nein, ich bin nicht glücklich. Zechmachilost und Duln Bormachu. Alduin war einst die Krone der Schöpfung unseres Vaters Akatosh. Ihr habt getan, was notwendig war. Alduin hat sich in seiner Pachlok, der Arroganz seiner Macht, weit vom Weg des rechten Handelns entfernt. Aber ich kann seinen Sturz nicht feiern. Sutiras Achokma. Er war einmal mein Bruder. Diese Welt wird nie wieder dieselbe sein. In der Tat, ihr habt klarer gesehen als ich. Und ganz gewiss klarer als Alduin. Klarer habe ich auch schon mal gesehen, ja. Vielleicht habt ihr nun eine Vorstellung von den Kräften, die Venesitid formen, die Ströme der Zeit. Vielleicht seht ihr die Welt allmählich aus den Augen eines Dovar. Aber ich vergesse mich. Crossis, Solos mit Fadon. Melancholie ist eine Falle, in die ein Dovar nur allzu leicht tappt. Ihr habt soeben einen mächtigen Sieg errungen. Zachrod Krograch, der für den, der Augen zu sehen hat, durch alle Zeitalter dieser Welt erschallen wird. Genießt euren Triumph, Dovahkiin. Dies war nicht das letzte Mal, dass ihr euer Zeichen auf den Strömen der Zeit hinterlassen habt. So, okay. Und dieser mächtige Sieg war der Anlass, dass der Mutschöpfer als Belohnung für diesen Sieg, als angemessene Belohnung für diesen Sieg, als angemessene Belohnung hatte die Residenz Drachenstein es schaffen, und die gehen wir jetzt suchen, und dann werden wir mich als Vogt Demetrius sehen oder erleben, aber das machen wir später.